Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist Freitag und das wisst ihr, was es heißt, Review-Zeit auf unserem Kanal. Heute geht es um diese Waffe und um diese Pulle und was dabei rauskommt, wenn die zwei zusammen Liebe machen. Das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Fangen wir wie immer mit dem Lieferumfang an. Geliefert wird das Ganze in dem schönen schwarzen Pappkarton, ICS typisch, mit zahlreichen Aufschriften drauf über die Waffe und so weiter. In der Waffe selber befindet sich natürlich eine Bedienungsanleitung, wie man die Waffe in Betrieb nimmt, beziehungsweise hinten noch schön eine Explosionszeichnung. Was bei eurer noch dabei sein sollte, ist, wie man das HPA in Betrieb nimmt. Das war jetzt bei mir leider nicht dabei, aber bei euch denke ich auf jeden Fall, ist es dabei. Ansonsten kann man das auf der Begadi-Seite unter der Waffe auf jeden Fall downloaden bzw. nachlesen. Was noch dabei ist, ist auf jeden Fall das obligatorische Päckchen Kugeln. Hier mit Sicherungen. Durch die HPA sind die Sicherungen eigentlich. Aber ist immer gut, wenn man welche hat. Dann haben wir natürlich noch das 300 Schuss Highcap Magazin mit Ladeanzeige, ob BBs noch im Lauf sind. Und natürlich die Waffe selbst. Beim Auspacken nicht wundern, der Schlauch ist relativ lang. Warum der so lang ist, gehen wir dann später noch drauf ein. Gut, gehen wir noch schnell zu den technischen Daten. Der Hersteller ist, wie besonders gesagt, ICS. Der Importeur für uns Begadi in dem Fall. Das System HPA Semi-Only. Das Kaliber 6 mm. Das Hop-Up ist einstellbar. Und das Magazin, wie schon erwähnt, fast 300 Schuss, ist ein Highcap. Die Energien sind hier sehr unterschiedlich angegeben. Wir haben zwei Zuführmöglichkeiten vom HPA. Zum einen den speziellen Minecraft-Regulator. Da kommt er auf so eine Energie von 2 Joule bis 2,8 Joule. Für ein Sturmgewehr fast unspielbar. Anderweitig oder alternativ wäre es auch noch möglich, das mit dem Redline Airrig zu betreiben, ebenfalls bei Begadi erhältlich. Da kommt man auf eine Energie von 0,7 bis 1,3 Joule. Was tatsächlich bei rauskommt, seht ihr natürlich im Schuss und im Chronotest. Die Gesamtlänge der Waffe liegt bei 516 mm im eingefahrenen Zustand von der Schulterstütze und im ausgefahrenen Zustand 746 mm. Das Gewicht bei dem ganzen Teil sind 2100 Gramm, also relativ leicht im Vergleich zum SAEG Bruder. Und der Preis liegt bei 499 Euro. Die Verarbeitung ist sehr gut ICS typisch. Wir haben die äußerlichen Bauteile hier größtenteils aus Kunststoff, die aber sehr robust verarbeitet sind. Kleinere Teile sind aus Metall gefertigt, wie Pins, Magazin, Auspuffhebel und den Feuerwallhebel und die Visierung ist ebenfalls aus Metall gefertigt. Besonderheit bei der Edition ist ganz klar die Schulterstütze, die sich einklappen lässt, gerade im CQB viel angenehmer zu führen und auch in der Länge ist sie verstellbar in 3 Positionen. Das Hop-Up lässt sich bequem einstellen durch der Hülsenauswurfattrappe, die man durch den Charging Handle zurückzieht, lässt sich es über ein Drehrädchen bequem einstellen. Bei unserem Testspiel haben wir gemerkt, dass die Waffe sehr gut im Anschlag liegt durch die gummierte Schulterstütze. Sie sehr leicht zu führen ist durch das geringe Gewicht. Die Markings vom Schützen auf der linken Seite ist einmal im Stock das SRS eingraviert. Weiter vorne befindet sich noch das Begadi Kaliber 6 mm und das FM Fünfeck Nummer 1. Geht man vom Schützen auf der rechten Seite aus, haben wir nochmal ein Begadi Kaliber 6 mm und das FM Fünfeck und eine fortlaufende Seriennummer. Hier allerdings dieses F gilt, durch den Umbau auf HPA ist sie dadurch auch abgenommen und legal in Deutschland spielbar. Kommen wir nun zu dem, was da hier an der jetzt natürlich sehr neu ist, also das HPA-System. Dafür gehen wir natürlich wieder zum Werkstatthäubi rüber auf die Sicht von oben, um genauer in die ganze Materie reinzuschauen. Grüßt euch, hier ist der Werkstatthäubi und mit der Sicht von oben
kommen wir zum technischen Teil von der Waffe. Klar, HPA-System ist mit Schlauch verbunden. Hier ein sehr langer Schlauch. Das Ding liegt daran, dass es dafür, wie gesagt, schon zwei verschiedene Zuführarten gibt. Den HPA-Regulator von Mancraft und den Redline-Regulator, den beides Picardi im Sortiment hat. Folgendes ist hier der Fall, und zwar ist dieser Schlauch für den Mancraft-Regulator gedacht. Dementsprechend ist der recht lang, weil der Schlauch direkt in den Regulator geht. Nicht wie beim Redline zum Beispiel, da ist ein kleines Adapterstück dran, das man halt in der Hinsicht dann da anschließen könnte. Ja, wie gesagt, der Mancraft-Regulator geht auch direkt an die Flasche ohne Manometer, sag ich jetzt mal, während der Mancraft-Regulator, ist egal. Was man da hier noch zu sagen ist, ist zum Beispiel, die Waffe wird ja komplett mit Schlauch geliefert. Was ich sehr unschön finde, ist und zwar der Knickzug in der Lieferung. Also wie gesagt, so wird die Waffe geliefert, der knickt richtig weg. Ich meine, durch den Luftdruck wird das wieder ausgebügelt, aber kann man bestimmt besser lösen. Des Weiteren, seht ihr schon, fehlt bei mir hier unten die ehemalige Motorplatte. Aber bei den ganz normalen, also bei den regulären, sollte er dabei sein. Ansonsten einfach mal überprüfen und Begardi anschreiben, ob die noch nachgeliefert werden kann. Gut, genug vom äußeren Technikteil, gehen wir mal ins Innere. So, haben wir die Gearbox nun draußen, lösen wir die Schrauben, habe ich bereits gemacht. Nehmen wir nun das Gehäuse ab und ja, es ist eine ganz normale V3 Gearbox Shell, also die in zig verschiedenen anderen Airsoft-Waffen verbaut werden kann, wie zum Beispiel AK oder AOG oder halt G36. Bloß hier, der einzigste Unterschied ist halt, es sind die kompletten Internals komplett rausgeflogen, also Gears, Zylinder etc. und alles ist raus. Und das einzigste, was aus der alten Gearbox geblieben ist, ist der Abzug. Der Abzug ist ganz normal Standard G36 Abzug. So, gucken wir doch mal, wie das technisch funktioniert, das Ganze. Also, wir haben hier den Schlauch, wo die Luft reinkommt in den Zylinder hier oben, und hier noch einen kleinen Schlauch, der vorne in das Abzugsgehäuse geleitet wird. Genau, also wie gesagt, ich betätige den Abzug, ich mache es jetzt mal hier so, ich betätige den Abzug und die Nase drückt hier oben gegen dieses kleine Ventil hier oben. Dieses wird nach innen gedrückt. Ich tue es einmal veranschaulichen. Dieses wird nach innen gedrückt und der Schuss löst sich. Also es, wie gesagt, es wird keinerlei Strom dazu benötigt, um das Ganze zu betreiben. Die komplette Minecraft-Einheit kann man auch so herausnehmen. Wie wir es jetzt hier sehen zum Beispiel, und hier eine ganz normale G36 Gearbox Shell, einzigste Bearbeitung noch hier innen, das ist komplett rausgefräst worden, wo die Feder für den Abzug hängt, beziehungsweise für die Tablet Blade, das fehlt komplett, aber braucht man ja eigentlich nicht. Zur Minecraft Einheit, wie gesagt, das besteht aus vier Hauptteilen und ein paar Kleinteilen. Der Vorteil ist natürlich bei den Minecraft-Systemen, man kann sonstige AEG-Nozzles verwenden, egal welches. Das bleibt euch überlassen, wo ihr das reinsetzt. Ansonsten, ich gehe jetzt aber nicht detailliert auf die Technik von der Minecraft ein. Dazu durch euch hier oben ein Video einblenden vom Kollege Reaper, der hat euch das schon mal erklärt anhand von der V2, wie das Ganze im Detail funktioniert. Schaut es euch einfach an. Ja,
Ich habe an für sich recht simpel aufgebaut, das Ganze. Der größte Vorteil von dem Minecraft ist auf jeden Fall, dass da kein Akku benötigt wird und das rein über die Druckluft läuft, also über ein Druckluftausgangsventil. Wenn jetzt als nächstes der Schuss- und Chronotest kommt, muss man dazu sagen, wir hatten Feeding-Probleme bei niedrigen PSI-Zahlen beim Redline. Also beim Redline braucht man auch schon mindestens 100 PSI, damit das feedet. Fragt mich nicht, warum das so ist. Ich denke mal, das hat irgendwas mit dem Druck zu tun, dass das Nozzle nach hinten gedrückt wird. Ansonsten, die Energiezahlen sprechen, denke ich, für sich, was bei rausgekommen ist. Kommen wir nun zum Schuss und zum Chronotest. Wir haben mit dem Redline Eric geschossen mit 0,25 Gramm Bio-Kugeln. Den Chronotest haben wir mit 0,20 Gramm Bio-Kugeln gemacht in zwei verschiedenen PSI-Klassen. Wir haben einmal mit 80 PSI und einmal mit 120 PSI geschossen. Was da für Ergebnisse rausgekommen sind, das zeige ich euch jetzt. Kommen wir noch schnell zum Fazit von der ICS G33 HPA. Bugatti geht hier einen Weg, um das HPA salonfähig zu machen. Die ganzen HW4 Modelle, die auf HPA umgerüstet sind, beziehungsweise die AK, sind ja eher für einen gehobenen Preissegment. Hier für einen Preis von 499 Euro kriegt man so, ich möchte jetzt mal sagen, Einsteiger, also Einstieg in die HPA-Geschichten. Was dazu noch dazu kommt, ist auf jeden Fall die Flasche und den Eric. Wenn man jetzt den Minecraft-Regulator nimmt oder den Redline-Regulator, das bleibt jedem selber überlassen. Was bleibt zu der Waffe zu sagen? Durch das mechanische HPA-System empfiehlt schon mal Akkubindung. Und das ist natürlich was, wo hier in meinen Augen her als Vorteil gegenüber der Polarstar sieht. Sie ist halt auch flexibel einsetzbar, wie ich finde, und macht einen sehr angenehmen Job. Auch die Verarbeitung ist okay, also ist gut. Von Äußerlichen, von der Waffe selber braucht man gar nicht zu reden. ICS typisch, gute Qualität. Gut, wie gesagt, wer in die HPA-Szene reinschauen will, für den ist das auf jeden Fall eine Option. Ich bin begeistert, also ich bin voller Euphorie von dem Teil, weil sie auf jeden Fall funktioniert und halt preislich erschwinglich ist. Und ja, wie gesagt, das war's von mir. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Wünsche habt, einfach das Kommentarfeld unten benutzen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und euer Hobby FV. Macht's gut!